Herzlich willkommen auch von meiner Seite an alle, die hier sind, aber auch zu Hause in der Übertragung und von fern zugeschaltet sind. Galater 6, gelebte Gemeinschaft, Lasten tragen, Gutes tun, Ernte einfahren. Darum soll es heute gehen. Das ist sozusagen der konsequente Abschluss des Galaterbriefs. Und letztendlich zeigt Paulus uns da auf, wie ein Leben in Gemeinschaft praktisch aussehen soll. Und letztendlich knüpft es an auch an Kapitel 5, wo es am Ende heißt, wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Genau das zeigt uns Paulus auf. Lasten tragen. In den Versen 1 bis 5, da heißt es im Galaterbrief, Vers 6, Kapitel 6, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten, und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er nur im Blick auf sich selbst Ruhm haben und nicht im Blick auf den anderen. Denn jeder wird seine eigene Bürde tragen. Wir alle wissen das doch. Lasten tragen. Echte Gemeinschaft, die zeigt sich doch gerade in schwierigen Situationen. In der Familie und in der Gemeinde. Wenn der Sohnemann die Karre irgendwo an der Mauer hängen lässt und dann irgendwie da das aufbrodelt, warum das jetzt war, cooles Posergehabe oder was auch immer, dann ist die Familie nachher gefragt. Knifflige Fragen, Teenagerkinder. Wenn die anfangen zu daten und da vielleicht irgendwie was schiefläuft und man so als Eltern den Eindruck gewinnt, da muss ich nachjustieren, da ist vielleicht dann eine liebevolle Mutter gefragt, die da irgendwie eingreift. Aber es kann auch ganz habhaft werden, Krankheit, wenn die Eltern auf die 90 zugehen, Krebs, andere Krankheiten hinzukommen oder Gebrechen, dann müssen die Kinder oft sich überlegen, wie soll es weitergehen? Was bedeutet familiäre Gemeinschaft? Wer übernimmt die Pflege praktisch? Wer organisiert alles? Die Einkäufe, Betreuung. Jüngere Alter, Fehlgeburt. Hart zu knabbern. Was mache ich mir selber für Vorwürfe? Zu viel Stress? Bin ich dran schuld? Nicht gut genug? Single-Dasein. Redest dir vielleicht ein? Du hast es verdient, warum auch immer. Lasten, Bürden, Fehltritte. Paulus ist da sehr realistisch, obwohl eigentlich in den ersten 5 Kapiteln aufgezeigt wird, was Gnade bewirken kann, was ein geisterfülltes Leben bedeuten kann, ist Paulus realistisch. Wir leben in einer Zwischenzeit. Es ist zwar vieles schon gut und auf dem richtigen Weg, Jesus wirkt, aber diese Welt ist noch nicht perfekt. Wir leben noch nicht im neuen Himmel. Und genau da rein spricht dieses Kapitel 6. Wie soll das aussehen? Gelebte Gemeinschaft in dieser Welt, die darauf hinlebt für die Ewigkeit. Der Hauptgedanke, der wird meines Erachtens in Vers 2 wunderbar zusammengefasst. Einer trage des anderen Lasten und so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Einer trage des anderen Lasten. Wenn ein Bruder oder eine Schwester runtergedrückt wird, erdrückt wird von der Last, dann ist Paulus' Hauptgedanke, mach's nicht noch schwerer. Mach's nicht noch schwerer, sondern hilf, dass es für den, der belastet ist, leichter wird. Auch Vers 1, wo es darum geht, einen, der einen Fehltritt begangen hat, zurechtzuweisen, soll man das in Sanftmut machen. Es geht nicht darum, Öl ins Feuer nachzugießen, nachzutreten. Es geht nicht darum, mit deiner besten Freundin drüber zu plauschen, dass du gehört hast, wie ihr Mann XY sie vielleicht belächelt in der Öffentlichkeit oder schlecht macht. Es
geht auch nicht drum, mit deinem Kumpel ein Bierchen abends zu zischen und dann drüber dich auszulassen, wie der andere doch irgendwie einen Fehltritt gemacht hat, irgendwas, sei es Geld, irgendwie unfähig ist, das zusammenzuhalten oder irgendwas anderes. Es geht nicht darum, das Leben härter zu machen. Ziel ist genau das Gegenteil. Bei einem Fehltritt Sanftmut zu üben, zu helfen, ganz praktisch dabei zu sein, bei einer Last, die man zu tragen hat. Das Pärchen in deinem Hauskreis, das keine Kinder hat, im Gebet mitzutragen. Anteil zu nehmen an denjenigen, die vielleicht kranke Angehörige haben oder selber krank sind. Ein Stück des Weges mitzugehen, ermutigen. Vielleicht manchmal auch nur zuzuhören, die Sorge teilen. Man muss nicht immer gleich mit klugen Ratschlägen kommen. Sich Zeit nehmen für Sorgen und Nöte des Nächsten. Und damit verbunden, die Last des anderen zu tragen, ist ja noch was. Genau hinzuschauen. Damit ist eine Herzenseinstellung, glaube ich, verbunden, die nicht von Gleichgültigkeit geprägt ist, sondern dass ich Anteil nehme an dem, was meinem Nächsten passiert. Sei es das Gute, aber auch das, was schwierig ist oder knifflig. Bei 55 plus, wenn ich beim Wandern bin, sich zu überlegen, was bedrückt denn den Nächsten vielleicht? Was lastet dem auf der Schulter außer seinem Rucksack? Und vergiss nicht, dran zu bleiben. Viele Lasten, die sind nicht offensichtlich. Nicht jede Krankheit, die sieht man einem an. Sondern oft leidet dein Nächster still. Paulus, der ist auch realistisch hier. Der zeigt uns auf, ganz pointiert, was uns vielleicht daran hindern kann, Lasten zu tragen. In Vers 1 und Vers 3, da heißt es wie folgt: Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Das steht im Kontext mit der Zurechtweisung bei Fehltritten. Und in Vers 3, das steht im Kontext zum Lastentragen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk. Paulus bohrt da nochmal nach bei uns und erinnert uns an die Ursünde des Menschen. Es ist der Stolz, der letztendlich uns oft im Weg steht. Stolz, eine Herzenseinstellung, wo ich mich selbst so hoch stelle und erhöhe, dass ich vielleicht über den anderen stehe und auch denke, ich kann es vielleicht selber regeln alles. Ich kann mich auf mich selbst verlassen. Und oft ertappe ich mich selber auch dabei, wenn ich dann vielleicht manchmal über den anderen denke, ach, das wäre mir nicht passiert, so etwas Unpassendes in aller Öffentlichkeit zu sagen. Der Gedanke, der da in mir aufsteigt, ich stehe drüber, ich bin besser. Oder mir geht es nicht so schlecht wie der Bruder XY, der hat halt die falschen Lebensentscheidungen getroffen, unklug und weise, unweise. Was weiß ich, es gibt so viele Themen, wo man über andere denken kann, wo man sich vergleicht, wo man drüber nachdenkt, wie es einem selber besser geht. Ich bin fleißig, kann mir mehr leisten. Oder klar, wer seine Kinder so erzieht, der muss sich doch nicht wundern, dass die sich nachher so verhalten. Meinen wäre das nie passiert. Oder mein Nächster ist noch Single. Klar, wer so eine komplizierte Persönlichkeitsstruktur pflegt, der ist doch selber schuld. Es gibt viele Gedanken, die man schnell hat und wo man den anderen bewertet, vergleicht, sich drüber stellt. Und wo wir letztendlich in unserem Herzen ein kleines Pflänzchen pflegen und uns nicht eingestehen, dass wir selber von Gottes Gnade ganz arg abhängig sind. Lasten zu tragen von einem anderen, heißt ja in jeder Gemeinschaft anzuerkennen auch. Zunächst bei sich selbst, aber auch für den anderen. Aber bei sich selbst zuerst, dass es Lebenslagen gibt, die ich alleine nicht bewältigen kann. Und ich glaube, das geht nur in christlicher Gemeinschaft, wo ich selber zuerst erkennen muss, ich bin abhängig von Christus, von seiner Gnade ganz allein. Ich bin Sünder und brauche seine
Rettung. Ohne das geht's nicht. Ich kann mich selber nicht aus der Sünde ziehen wie Münchhausen. Das geht nicht. Und nur wenn ich diese Überlegung am Anfang habe, kann ich bei mir selber sehen, dass ich in Lebenslagen bin, wo ich Hilfe brauche, wo ich vielleicht auch mal auf den Bruder zugehe und mir was abnehmen lasse, eine Last tragen lasse, mittragen lasse, was eingestehe, dass ich das selber nicht packe. Und andersrum, ich kann auf den Nächsten achten und schauen und sehen, den bedrückt was. Der hat eine Last und das ist nicht, weil er ungeschickt war, das ist nicht, weil er es verdient hat. Das ist eine Sache zwischen ihm und Gott. Aber mein Job ist es, mitzutragen, mitzubeten, ein Stück mitzugehen. Und machen wir uns auch nichts vor? Das wird auch ein bisschen Mühe kosten. Was zu tragen, kostet Kraft. Da werden Kalorien verbraucht. So banal ist es. Das Tolle ist ja aber auch, wir haben eine wahnsinnige Hoffnungsperspektive dabei. Zunächst könnte man ja auf die Idee kommen und sagen, einer trage des anderen Lasten und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Das ist ein bisschen komisch, was der Paulus uns da sagt. Denn Paulus hat doch in den Kapiteln davor immer mal wieder über das Gesetz gesprochen. Galater 5, Vers 18 sagt er doch, wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter Gesetz. Oder in Galater 3, Vers 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Na, was will er jetzt? Bin ich frei vom Gesetz? Oder soll ich das Gesetz durch Werke erfüllen, weil ich dem anderen die Last trage? Ich glaube, Paulus unterscheidet zwischen dem alten Gesetz und dem neuen Gesetz. Und da gibt es einen riesen Unterschied. Mose hat uns zwar ein Gesetz gegeben, aber ganz entscheidend war da dabei, die Herzenseinstellung wurde automatisch nicht mitverändert. Christus war da noch nicht im Spiel, der Heilige Geist. Der Mensch war im alten Bund nicht in der Lage, aus freien Stücken dem zu folgen, was ihm geboten und aufgetragen wurde. Unser Stolz, unsere Rebellion stand dem im Weg. Im neuen Bund ist genau anders. Da ist Christus im Spiel. Er hat sich selbst geopfert, hat meine und deine Last am Kreuz getragen. Und erst dadurch werde ich in die Lage versetzt, was zu tun. John Piper hat es mal prägnant auf den Punkt gebracht. Christ never commands us to do anything that he wants us to do on our own. Therefore, every command in the law of Christ is a call to faith. Christus befiehlt uns niemals, was zu tun, was er will, dass wir es selber tun. Daher ist jedes Gebot Christi ein Aufruf zum Glauben. Jedes Gebot ist ein Aufruf zum Glauben. Warum? Weil ich selber das Gebot nicht erfüllen kann. Ich muss darauf vertrauen, dass Christus mitgeht, dass er mir hilft, die Last des anderen zu tragen. Ich alleine kann es nicht und schon gar nicht in Sanftmut einen Fehltritt dem anderen aufzeigen. Da brauche ich Jesus dazu. Es geht nicht alleine. Und deshalb ist Lastentragen immer auch ein Glaubensschritt. Ich mache das, aber ich bin dabei nicht allein. Jesus ist dabei. Lastentragen, Gutes tun. In Vers 9 und 10, da heißt es, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Das klingt so genial gut, so phänomenal, das ist zu schön, um wahr zu sein eigentlich. Wenn alle nur das Gute tun, die perfekte Utopie. Und wir alle, wir sind manchmal doch so richtig begeistert dabei. Wir übernehmen einen neuen Job, einen neuen Dienst. Heute hier die Kinderarbeit, die Anna, die neu übernimmt, da ist man Feuer und Flamme dabei. Vielleicht hast du im Silberburg-Café angefangen, bist da voll dabei, backst einen Kuchen nach dem anderen und kommst da jeden, oder zweimal im Monat, glaube ich, im Schnitt. Und Musikteam mit dabei, gemeinsam musizieren, es ist toll am Anfang. Aber Paulus ist auch hier realistisch. Der wohl schlimmste Feind der Begeisterung ist die Zeit.
Der Mensch hat die bemerkenswerte Eigenschaft, trotz wunderbarer Ziele müde zu werden oder zu ermüden. Und deshalb sagt Paulus, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Nicht ermüden, das ist das Entscheidende. Die Ziele sind oft klar. Galater 5, 22, wir kennen das. Was man Gutes tun kann, muss ich nicht ausführen. Frucht des Geistes, Friede, Freude, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Da gibt es einen Haufen, was man machen kann, was gut ist. Wir wissen oft, was das Richtige ist. Aber es kostet uns Überwindung. Und jeder von uns weiß ja auch, wie schwer es ist, dran zu bleiben an was. Kontinuierlich dran zu bleiben. Mitzuarbeiten auch mal, wenn es belastend ist oder wenn es in den Zeitplan nicht reinpasst. Und wer hört sich das schon gern an, wenn das Hauskreismitglied, das man schon so lange kennt, immer wieder über das Gleiche jammert? Höre ich mir das nochmal an? Wie schnell ermüden wir, wenn wir kein Ergebnis sehen, keinen schnellen Erfolg? Das ist oft das Problem. Und Paulus ist da recht unverblümt, meiner Meinung nach. Der sagt durch die Blume, wenn man das übersetzt, ermüde nicht, wir haben genug Zeit, uns im Himmel mal auszuruhen. Da haben wir Zeit, aber jetzt nicht. Lasten tragen, Gutes tun, Ernte einfahren. In Vers 7 bis 9, da heißt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten, wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Wir ernten, was wir sehen. Unser Tun hat Konsequenzen. Und der Mensch macht in der Regel und tut das, was seine inneren Überzeugungen sind. Und wir alle wünschen uns ja im Endeffekt auch, das ist doch unser Gerechtigkeitsempfinden, dass jeder das ernten soll, was er verdient hat. Der gut sät, der will gerne Erfolg haben. Der schlecht sät, der soll es auch nicht verdient haben, dass er nachher irgendwas von einem anderen erntet. Das entspricht unserer Lebenserfahrung langfristig, meine ich, wenn wir uns umschauen, aber insbesondere unserem Gerechtigkeitsempfinden, das tief in uns drin ist. Ich weiß heute noch nach einem Vierteljahrhundert einen Film, Der Graf von Monte Cristo, den ich Ende der 90er mit meinen Eltern auf der Couch zusammen angeschaut habe. Ein Mehrteiler mit Gérard Depardieu. Politisch kann man von dem halten, was man will. Ein begnadeter Schauspieler. Ein Mann, der Hauptcharakter, der alles verliert, was er hat. Geld, einen Schatz, Besitz, Stellung, Ehre, die Ehefrau oder die angedachte Ehefrau und der 14 Jahre im Knast sitzt. Und wir alle denken doch, so kann diese Geschichte nicht ausgehen. Das ist nicht gerecht. So darf das nicht enden. Die Leute in seinem Umfeld, die da gesät haben, Zwietracht, Hader, Eifersucht, Tod, die dürfen nicht ernten, was der eigentlich verdient hat. Und diesem Mann widerfährt Gnade. Er schafft es, sich aus dem Gefängnis zu befreien. Er schafft es, einen Schatz wieder auszubuddeln. Er schafft es, Graf zu werden. Und dann bringt er alle auf die eine oder andere Weise zur Strecke, die ihm Unrecht haben widerfahren lassen. Wir ernten, was wir sehen. Seine Ehre wird wiederhergestellt. Und auch die Bibel ist doch voll davon, dass Tun, Handlungen Konsequenzen haben. Am besten wird es in den Charakteren im Alten Testament deutlich. König Saul, ein Musterbeispiel für einen Mann, der an Selbstüberschätzung und Selbsttäuschung leidet. Und über viele Kapitel fragt man sich, ob man Mitleid haben muss mit dem Mann oder ihn nur belächeln kann. Zwei Mini-Beispiele: vor einer Schlacht mit den Philistern sagt dem Samuel ganz klar, er solle auf ihn warten, damit sie gemeinsam opfern können. Saul stellt sich über das, er gewinnt zwar die Schlacht, trotzdem, kurzfristig scheint so, als habe er Erfolg, aber Samuel macht ihm im Nachhinein klar,
Das Königreich wird von dir und deiner Familie genommen. Deine Söhne werden dieses Königtum nicht erben. Das Tun hatte Konsequenzen. Wenige Kapitel später, Saul hat nichts daraus gelernt. Gleiche Geschichte bei Amalek. Er soll den Bann vollstrecken an allen Amalekitern, die sie bekämpfen. Er verschont den König und einiges, was man hätte bannen sollen an dem Gut, Tiere. Und Samuel, dem Platz der Kragen, das Tun hat wieder Konsequenzen. Man gewinnt zwar die Schlacht, kurzfristig scheint der Erfolg trotzdem da zu sein. Ich scheine durchzukommen mit dem, was ich sehe. Aber es hat Konsequenzen. Samuel kommt zu ihm und sagt, von dir wird dein Königtum jetzt genommen. Wenige Kapitel später fällt Saul mit seinen Söhnen auf dem Gebirge Gilboa in Israel. Ganz anders Josef. Ein Mann, dem viel Schlechtes widerfährt, der allen Grund hat, sauer zu sein auf Gott, von seinen eigenen Brüdern verraten, verkauft in die Sklaverei, Potiphars Frau, die ihn ans Messer liefert, immer wieder tiefe Abstürze. Aber ein Mann, der treu bleibt in jeder Situation und das Gute tut, die Aufgaben, die ihm anvertraut werden, sei es als Verwalter oder Hausvorsteher im Haus von Potiphar, sei es als im Gefängnis dann Aufseher oder Oberster dieser Gefängnisleute, Gefängniswärter oder später als rechte Hand des Pharaos. Segen, der konkret auf das, was er sät, folgt. Ernte, die er einfährt, voller Gnade. Der erntet, was er gesät hat. Und Paulus zeigt uns hier eine Ewigkeitsperspektive auf. Es heißt, wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird ewiges Leben ernten. Ewiges Leben. Letztlich hat das, was wir säen, Konsequenzen. Vielleicht nicht kurzfristig. Vielleicht bin es auch nicht ich, der in dieser Welt diese Ernte einfährt, sondern mein Nachfolger, meine Kinder, ein anderer in der Gemeinde. Aber auf jeden Fall in der Ewigkeit. Ewiges Leben. Paulus zeigt uns noch einen Aspekt auf in Kapitel 6, was die Grundlage zum Lastentragen ist, zum Gutes tun, zum Ernte einzufahren. Ein Aspekt, den müssen wir nicht größer beleuchten. In Galater 1 bis 5 ist ganz klar, die Gnade Gottes ist maßgeblich. Allein aus Gnade sind wir gerettet und allein aus Gnade kann ich das vollbringen. Und das Wirken des Heiligen Geistes ist essentiell wichtig. Da sage ich nichts mehr dazu. Das war in den letzten Predigten Thema. Zwei Aspekte, die aber hier im Text noch vorkommen und die ganz spannend sind, meines Erachtens, Katechese. Da gähnt der eine oder andere und denkt, boah, Kinderkram, ein bisschen auswendig lernen, habe ich nie gemacht. Es heißt in Kapitel 6, Vers 6, mittendrin beim Lastentragen und zwischen dem guten Tun, wer im Wort unterwiesen wird, gebe aber dem Unterweisenden an allen Gütern Anteil. Man könnte es auch übersetzen, wer im Wort katechisiert wird, lasse den, der ihn katechisiert, an allen Gütern teilhaben. Ich glaube, der Vers ist nicht nur zufällig da reingerutscht, als Anhängsel, um irgendwie noch den Brief vollzubekommen, sondern dahinter steckt der Gedanke von Paulus, dass wir doch genau das tun, von dem wir innerlich überzeugt sind. Wir machen, was wir glauben. Es kommt nicht darauf an, was wir dem Nächsten vorspielen, was wir behaupten, was wir glauben oder was wir uns selber vortäuschen, sondern wir handeln nach unseren inneren Überzeugungen. Der Amerikaner sagt, when the rubber meets the road, also dann, wenn es entscheidend darauf ankommt, dann mache ich, was ich innerlich als Lebensprinzip verankert habe. Und genau deshalb ist Katechese so wichtig. Biblische Wahrheit soll tief verwurzelt werden. Als kleine Randnote hier praktisch, das kann man ganz einfach machen, indem man sich einen Katechismus anschafft. Ich meine nicht ein dickes Buch, sondern wir als Familie machen schon seit Jahren New City Catechism, gibt es auf Englisch, gibt es auch auf Deutsch, als Homepage und als App zum Download. 50 Fragen, es gibt einen Kindermodus, phänomenal. Ein Satz, eine Antwort. Jede Woche kann man eine Frage lernen, klickt man sich durch. Wir als Familie machen das sogar noch mit Liedern.
Da geht es richtig ab. Wird gesungen, wird musiziert im Auto. Eine Minute läuft der Song, die Kinder gehen richtig ab. Eingängig. Kann man ganz einfach machen. Und warum mache ich das mit meinen Kindern? Weil ich davon überzeugt bin, wir handeln nach dem, was wir wirklich glauben. Und genau das ist Paulus Gedanke. Er will, dass wir das Richtige verinnerlicht haben, weil wir dann das Richtige tun. Nämlich Lasten tragen, Gutes tun. Und Paulus weist noch darauf hin, dass wir Christus im Mittelpunkt haben sollen. Vers 4 und Vers 14 heißt es, ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk. Und dann wird er nur einen Blick auf sich selbst rum haben und nicht den Blick auf den anderen. Und in Vers 14, mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Das ist derselbe Gedanke, den ich vorhin schon angesprochen habe. Nur wenn ich erkenne und sehe, dass das Kreuz Anker und Ausgangspunkt für alles ist, dass am Kreuz meine Last getragen ist, ich entlastet werde, dann komme ich in den Zustand oder in die Möglichkeit, gelebte Gemeinschaft zu leben. Denn dann kann ich Lasten eines anderen tragen. Ich kann auch einem anderen gegenüber eingestehen, ich brauche Hilfe. Hilf mir beim Tragen. Nur so können wir befähigt werden, bei all meinen Lasten, die belastend sind, getragen zu werden, Gutes zu tun, auch wenn wir manchmal ermüden und es mühsam ist, und Ernte einzufahren, was dauern kann, was vielleicht viel Zeit braucht. Und das wünsche ich mir und uns als Silberburg-Gemeinde, dass wir gelebte Gemeinschaft haben, in der wir Lasten tragen, Gutes tun und Ernte einfahren, indem wir auf das Kreuz schauen und uns allein dessen rühmen. Amen.